Grüß euch! Heute zeige ich euch, wie ich ein Festtags-Tiramisu mache. Tiramisu natürlich nicht ganz, weil ich keine Eier verwende und auch kein Mascarpone. Aber ich verwende als Basis für die weiße Masse Cashew. Und jetzt soll das Ganze natürlich fest werden. In der Rohkost ist das ein bisschen eine Herausforderung, denn Gelatine kann man nicht verwenden, das müsste, abgesehen davon, dass es tierisch ist, dass es viele nicht wollen, erhitzt werden. Und Pektin, das pflanzlich ist, das könnte man zwar also im Sinne einer pflanzlichen Ernährung verwenden, aber das müsste man auch erhitzen. Ich habe schon einmal versucht, nur roh hineinzugeben, aber der Geschmack bei der Menge, die man dann benötigt, ist ein bisschen zu intensiv. Am idealsten hat sich für mich herausgestellt, ist Irish Moss. Das hat den Vorteil, dass es nicht nur einfach irgendeine Stärke ist oder ein Fett, so wie Kokosfett, das manche verwenden wollen. Das hat alles für mich zu viel Kalorien, zu wenig Nutzen und ist viel zu extrahiert. Das ist eine ganz einfache Alge und ist in der Industrie, wird das als Carrageen verwendet. Ich mache jetzt eine Packung auf. Das sieht so aus. Einfach getrocknet. Ich zeige dann, wie ich das verarbeite. Also ich weiche es eben ein. Auf jeden Fall länger einweichen und gut durchspülen, weil sonst der Geruch oder der Geschmack nicht so neutral ist. Das kommt ja doch aus dem Wasser. Das ist ja eine Alge. Das ist von, was ich hier verwende, ist von Pureau, eine Wildsammlung. Bleibt dran, denn am Ende des Videos gibt es noch ein Gewinnspiel. Los geht's! Das Rezept ist in Anlehnung zu meiner Cashewkerne Irish Moss Torte in meinem Buch. Und ich verwende ca. 200 Gramm Cashewkerne. So eine Packung Irish Moss, das sind etwa 50 Gramm, und weiche die ein. Je länger, desto besser, also das kann ruhig über Nacht sein oder auch 2-3 Tage. Und immer wieder gut ausspülen zwischendurch, damit das Salz wegkommt und was halt sonst noch aus dem Meer drin sein kann. Hier quetsche ich frische Jakonwurzel und Mandeln durch für den Boden, den ich dann in so kleine Förmchen hineingebe. Die Förmchen müssen natürlich nicht sein, aber gerade wenn es Gäste sind oder auch wenn man sich selbst ein bisschen aufteilen möchte, ist das ideal. Da ist jetzt das Irish Moss schon schön eingeweicht, schön aufgequollen. Die Cashewkerne, die werden dann auch weicher. Da habe ich Feigen fermentiert, einfach in Wasser eingeweicht. Und dieses fermentierte Wasser, das ein bisschen likörartig schmeckt, gebe ich hier zum Aufmixen hinein. Etwas mehr, sodass dass die Kerne ziemlich bedeckt sind und etwas mehr eben, das Irish Moss so halb. Dann Gewürze, das darf ruhig etwas mehr sein, Vanille, fürs Gelbe etwas Safran und das Ganze mixen. Hier verwende ich gerne einen Hochleistungsmixer, weil dann die Konsistenz besonders fein wird. Es geht bestimmt auch mit schwächeren Mixern, muss man es halt ausprobieren. Und diese Masse, die ist dann an sich schon schnell recht dickflüssig, die fülle ich in diese kleinen Förmchen hinein. Ich lasse ein bisschen einen Platz nach oben, denn die eingeweichten Feigen, die jetzt, ich sage jetzt einmal, sehr mild süß sind, die sind jetzt eben nicht mehr so süß, die gebe ich hinein als Biskuttenersatz. Also ich habe hier sonst keine Süße mehr hineingegeben, das ist rein nur das Wasser gewesen von den eingeweichten Feigen. Ja, nach etwas Rast im Kühlschrank, das können nur 2-3 Stunden reichen da oft, die Förmchen abziehen, wer möchte etwas Kakao darüber streuen oder Karob. Und dazu passend zu Cashew passt natürlich von den Seifenbaumartigen auch die Mango. Und das ist so fest, dass man es sogar mit der Hand nehmen kann. Sonst kann man natürlich einen Tortenheber nehmen. Ja, und so schaut das fertig aus. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Und jetzt zum Gewinnspiel. Pureau stellt eine so eine Packung
für das Gewinnspiel zur Verfügung. Und die Gewinnfrage ist, zu welcher Gruppe gehört Irish Moss? Einfach unten bei den Kommentaren antworten oder mir ein E-Mail schicken und ich gebe dann bekannt, wer es gewonnen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und natürlich auch über das Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Servus!